Ich konnte mein Glück nicht fassen. Ich war so aufgeregt. Wer hätte gedacht, dass ich Farbstoff aus Pflanzen herstellen kann? Ich auf jeden Fall nicht. Ich mischte die Farben kreisförmig im Wasser, damit sie ein wunderschönes Muster ergaben, wenn sie rauskamen. Ich legte 5 meiner Kleider hinein und lächelte über das Ergebnis, nachdem ich sie aus dem gefärbten Wasser geholt hatte. Ich hängte die Kleider draußen auf und machte mich daran, das restliche Geschirr für den Tag vorzubereiten. 2 Stunden später brachte ich meine 9 bunten Kleider herein und sie waren völlig trocken. Ich begann, sie mit einer Schere auszuschneiden, um sie mit verschiedenen Mustern zu versehen. War sehr aufgeregt, denn ich tat etwas, woran niemand sonst gedacht hatte. Am nächsten Tag machte ich mich fertig und gab mein Bestes, um so schön wie möglich auszusehen. Dann ging ich mit meinem schönen bunten Kleid direkt in den Speisesaal. Leider war die Reaktion meiner Eltern das genaue Gegenteil von dem, was ich erwartet hatte. Sie sahen aus, als hätten sie einen Geist gesehen. Ein Gespenst, das sie am liebsten umgebracht hätten. Like und abonniere, um zu erfahren, warum. Was hast du da an, Michelle? Ein Kleid? Was denkst du, was du da tust? Willst du uns in Schwierigkeiten bringen? Zieh es sofort aus. Aber Mom, Dad, warum seid ihr denn so streng? Ich dachte, ihr würdet euch freuen. Schade. Du? Mit wie vielen Kleidern hast du das genau gemacht? Nur 5 von meinen Kleidern, Mom. Nur 5? Wie viele Kleider hast du insgesamt? Ich tat so, als würde ich mit meinen Fingern zählen. 6 Kleider, Mama. Und du hast 5 gefärbt? Mama schimpfte weiter mit mir, während mein Vater sein Gesicht in die Hände stützte und vor Angst und Enttäuschung den Kopf schüttelte. Als er fertig war, sprach er wieder: Schätzchen, das reicht jetzt. Michelle wusste nicht, dass sie einen Fehler gemacht hat. Jetzt, wo du es weißt, Michelle, wandte er sich an mich. Wiederhole das nie, egal was passiert. Du darfst nie gegen die Regeln verstoßen. Unverheiratete Frauen tragen in unserem Dorf nur weiße Kleider, während die Verheirateten schwarz tragen. Du darfst nichts anderes tragen. Ich weiß, Papa, ich dachte nur, ich könnte mal was ausprobieren. Nein, Schatz, das kannst du nicht. Ich rannte weinend zurück in mein Zimmer. Als ich ging, hörte ich meine Mutter murmeln: Das ist ja furchtbar. Jetzt müssen wir neue Kleider für sie kaufen. Ich hoffe, wir können es uns leisten. Sie wird für kurze Zeit mit dem einzigen auskommen müssen, das sie hat. Sie hat ja schon 5 absichtlich zerstört. Blödes Dorf, schrie ich. Ich hasste mein Dorf. Die Regeln waren einfach zu viel. Unverheiratete Frauen trugen weiße Kleidung und Verheiratete trugen schwarz. Und Männer, egal ob verheiratet oder nicht, trugen schwarz. Ich hasste diese weißen Kleider, also wollte ich einfach was anderes machen. Ich dachte, meine Eltern würden von dieser Neuerung angenehm überrascht sein, aber stattdessen waren sie einfach nur enttäuscht. Unser Dorf war vom Rest der Welt praktisch abgeschottet. Die meisten Dorfbewohner waren hier geboren und hatten das Dorf noch nie verlassen, mich eingeschlossen. Das lag vor allem daran, dass alle im Dorf glaubten, die Welt da draußen sei extrem schlecht und korrupt, dank der Lehren unserer Ältesten und ihrer Vorfahren. Wir hatten Regeln, wie jeder auszusehen hatte, von unserer Kleidung über Haare bis hin zu unseren Schuhen, unseren Häusern, unseren Partnern und allem anderen. Ich hasste die Regeln so sehr. Ich wollte einfach nur frei sein. Ich stellte immer wieder Fragen über die Welt da draußen, aber die Leute sagten mir, dass es verboten sei, über sowas Böses zu reden. Ich wollte wissen, ob sie auch so lebten wie wir, mit strengen Regeln, die jeder befolgen musste. Hör auf damit, Michelle. Wir haben eine Menge Arbeit vor uns, sagte mein Lehrer, der Heilige, und schnauzte mich an. Ich hatte meinen letzten überlebenden weißen Kittel angezogen und war schnell zu unserem Heilungstempel gegangen, um zu arbeiten und zu lernen, ohne mich von meinen Eltern zu verabschieden. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Stimmung, mit ihnen zu sprechen. Ja, Madam, antwortete ich, während ich meinen Körper desinfizierte und mich um die Kranken kümmerte. In unserem Dorf waren in der letzter Zeit unkontrollierte Menschen gestorben, weil ein unbekanntes Virus ausgebrochen war, für das es anscheinend kein Heilmittel gab. Wir alle wussten, dass jeder von uns der Nächste sein konnte, vor allem die Alten, also war jeder vorbereitet. Meine Eltern hatten versucht, mich davon zu überzeugen, nicht mehr als Heilerin zu arbeiten, aber ich versicherte ihnen, dass ich mich vor und nach der Operation immer gründlich desinfizierte und bei der Arbeit auch unsere örtliche Schutzkleidung trug, um mich nicht anzustecken. Nach der Arbeit an dem Tag kehrte ich nach Hause zurück, wusch schnell mein Kittel, damit er vor dem Morgen trocknete, da ich ihn am nächsten Tag wieder tragen musste. Und am nächsten Morgen stand ich in aller Frühe auf und machte mich erneut auf den Weg zum Heilungstempel. Als ich zur Tür kam, hörte ich, wie mein Lehrer der Heiler mit dem großen Dorfvorsteher stritt,
und ihn drängte, in die böse Welt zu gehen, um Medizin zu holen und sein Volk zu retten. Aber er weigerte sich mit der Begründung, das sei verboten. Sie stritten lange, aber dann sagte er, dass die Götter sie vielleicht für das bestrafen würden, was sie getan hätten, und dass sie deshalb die Verantwortung übernehmen mussten. Ich konnte nicht glauben, dass es tatsächlich eine Möglichkeit gab, die Dorfbewohner vor dem Tod zu bewahren, und dass unser großer Dorfvorsteher sich einfach weigerte, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Ich beschloss, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, schlich mich in den Tempel und stahl die Liste mit den benötigten Medikamenten. Und zum ersten Mal in meinem Leben ging ich aus dem Dorf. Ich kletterte über den Zaun und sprang hinüber und schürfte mir alles auf. Ich lief durch den Wald, benommen und verwirrt darüber, wie groß die Welt außerhalb meines Dorfes war. Ich hörte plötzlich ein Brüllen, meine Beine erstarrten und als ich mich umdrehte, stand da ein riesiger Löwe. Meine Füße setzten sich schnell in Bewegung und ich rannte so schnell ich konnte. Dies war ein Wettlauf um mein Leben. Ich konnte nicht aufhören, bis ich in Sicherheit war. Ich glaube, auch für den Löwen war es ein Wettlauf um sein Leben, denn er sah dünn aus, als würde er gleich sterben, wenn er mich nicht fressen würde. Nun, daran konnte ich jetzt nicht denken. Ich war nicht so selbstlos, mich dem Löwen als Mahlzeit anzubieten. Ein ganzes Dorf zählte auf mich. Und ihr Leben zu retten war meine oberste Pflicht. Als ich das Rennen meines Lebens lief, rutschte ich plötzlich aus und fiel in ein tiefes Loch. Ich versuchte mich in dem Loch fortzubewegen, aber es war glitschig und ich rutschte erneut aus. Aber dieses Mal schlug ich mir den Kopf an und wurde ohnmächtig. Als ich das Bewusstsein verlor, sah ich, wie der Löwe über dem Käfig mit siegessicheren Augen auf mich herabblickte. Ich hatte ihm gerade eine kostenlose Mahlzeit gegeben. Ich öffnete die Augen und fand mich in einer Hütte wieder, in der ein alter Mann meine Kopfwunde versorgte. Als ich ihn genauer ansah, erkannte ich ihn sofort. Meister Jumper! Kreischte ich. Was machen Sie denn hier? Alle denken, Sie seien tot. Wir haben im Dorf eine Begräbniszeremonie für Sie abgehalten. Meister Jumper war der frühere Dorfheiler, bei dem ich eine kurze Zeit lang lernte, bis er plötzlich vom Großmeister des Dorfes für tot erklärt wurde und eine Beerdigungszeremonie für ihn stattfand. Nach diesem Ereignis begann ich mit einem neuen Heiler zu arbeiten, der ein älterer Schüler von Meister Jumper war. Er lachte schwach. Ich bin nicht gestorben, Michelle. Ich habe nur das getan, was ich für richtig hielt. Meine Patienten starben an einem Virus wie die Moskitos und der Großmeister weigerte sich, ihnen zu helfen. Also konnte ich nicht länger zusehen und habe einen großen Schritt getan. Ich floh aus dem Dorf und ging in die wirkliche Welt, um Medizin zu holen, die sie heilen konnte. Du meinst die böse Welt, wie auch immer ihr Fanatiker sie nennt. Oh mein Gott, das war vor 5 Jahren. Du lebst seit 5 Jahren hier, aber warum lebst du im Wald? Warum bist du nicht in der schlechten Welt geblieben oder nach Hause gegangen? Meine Leute weigerten sich, mich zu akzeptieren, als ich zurückkehrte. Sie sagten, ich sei befleckt durch die böse Welt und es war zu furchterregend. Ich bin ein 45-jähriger Mann, ich habe mein ganzes Leben im Dorf verbracht. Wie sollte ich mich anpassen? Aber sieh es mal positiv. Vielleicht wurde ich hergeschickt, um dich vor dem Löwen zu retten. Wir lächelten beide. Meister Jumper, ich glaube, es gibt einen weiteren Ausbruch desselben Virus, das du vor 5 Jahren geheilt hast. Die Dorfbewohner sterben und das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Ich bin gekommen, um Medizin zu holen. Da hast du aber Glück. Ich weiß genau, wo du sie finden kannst. Ich kann dir helfen, sie zu besorgen, denn du bist verwundet und ich möchte nicht, dass du dich noch mehr in Gefahr begibst. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Was denn? Du musst mir versprechen, dass du in der Hütte bleibst. Ich möchte nicht, dass du deine Nähte aufreißt. Okay, ich versprech's. Er nickte und lächelte. Dann packte er eine kleine Versorgungstasche und verließ das Haus. Ich blieb an Ort und Stelle, bewegte mich nur, wenn ich Hunger bekam und etwas aus der Küche holen musste. Es war Nacht, als er mit Medikamenten zurückkam. Ich war sehr glücklich und bereit zu gehen, aber er sagte mir, ich soll bis zum Morgen warten. Der Morgen kam und er ging mit mir ein Stück weit, bevor er dort anhielt und sagte, dass er nicht mehr weitergehen könnte. Ich umarmte ihn und rannte ins Dorf. Zu meiner Überraschung wurde ich am Tor aufgehalten und nicht hineingelassen. Der Großmeister kam mit meinen Eltern und dem Heiler und sagte, dass ich mit Bösen und Schlechten aus der Welt Kontakt aufgenommen hätte und im Dorf nicht mehr willkommen sei. Ich flehte sie um Gnade an, aber sie ignorierten mich alle. Selbst meine Eltern schüttelten nur den Kopf und gingen mit Tränen in den Augen weg. Als nur noch die Heilerin da war, nahm sie mir heimlich die Medizin ab und sagte, vielen Dank, dass du unser Leben rettest. Es tut mir leid, dass ich dir dieses Mal nicht helfen kann. Aber nimm das, mehr kann ich nicht bieten. Auf Wiedersehen. Sie lief schnell davon und während ich mir die Tränen aus den Augen wischte, betrachtete ich die seltsamen Papiere, die sie mir in die Hand gedrückt hatte. Es sah aus wie eine Art Geld, aber es war nicht das, was wir im Dorf benutzten. Ich bewahrte es trotzdem sicher auf. Ich weinte, als ich zu Meister Jumpers Hütte zurückging, aber ich traf ihn auf der Straße, wo er auf mich wartete. Du wusstest, dass sie mich nicht reinlassen würden? Es tut mir leid, Michelle. Wir gingen zurück in die Hütte und begannen dort zu leben.
Ein paar Tage vergingen und ich erzählte Meister Jumper von all meinen Träumen. Ich erzählte ihm auch, wie ich den Farbstoff entdeckt hatte und wie ich immer wieder neue Medizin für den Heilungstempel herstellte, indem ich verschiedene Pflanzen zusammenmischte. Er sagte, ich hätte Talent und dass wir gemeinsam in die Welt hinausgehen sollten, um darauf aufzubauen. Am Tag unserer Abreise platzte Helen, die Heilerin, unter der ich gearbeitet hatte, schwer atmend rein. Wo wollt ihr hin? Kann ich mitkommen? Warum bist du hier, Helen? Meister Jumper, oh mein Gott, es geht Ihnen gut. Ich bin so glücklich. Sie wollte ihn umarmen, aber er wich aus. Ich wurde aus dem Dorf geworfen, weil ich die Medizin von Michelle genommen hatte. Aber das Virus ist jetzt unter Kontrolle. Alle erholen sich. Das ist eine tolle Nachricht. Meister Jumper schüttelte nur den Kopf und sagte Herrin Helen, dass sie uns folgen könnte. Wir zogen zusammen in die Stadt und Herrin Helen bezahlte die Miete für ein Jahr mit dem Geld, was sie mir gegeben hatte. Und mit etwas mehr, das sie mitbrachte. Wir fingen alle an, Gelegenheitsjobs zu machen, damit wir überleben konnten. Und alles lief ganz gut bis zu einem Tag, wo ich gerade den Flur putzte, in dem sich eine Gruppe sehr unordentlicher Schüler versammelt hatte. Ich räumte hinter ihnen auf, als ich bemerkte, dass sie immer noch versuchten, dieselbe einfache Matheaufgabe zu lösen, die sie schon gestern versucht hatten zu lösen. Verärgert ging ich zur Tafel, löste die Aufgabe und machte mich bereit, nach Hause zu gehen. Aber plötzlich kamen zwei Männer auf mich zu und hielten mich auf. Wie haben sie das gemacht? Wir haben jahrelang versucht, die Aufgabe zu lösen. Und wir haben sie erst kürzlich den klügsten Kindern des Landes vorgelegt, aber trotzdem konnte sie niemand lösen. Und du bist einfach hier reingelaufen und hast sie in Sekunden gelöst. Das war gar nicht so schwer. Die beiden Männer sahen mich an und machten mir Angst. Nach langem Hin und Her wurde mir ein Stipendium zugesprochen, das meine Ausbildung während der gesamten Highschool und des Colleges abdecken sollte. Während ich zur Schule ging, verliebten sich Meister Jumper und Herrin Helen irgendwie ineinander und heirateten. Danach adoptierten sie mich rechtlich als ihre eigene Tochter. Während meines Studiums arbeitete ich als Praktikantin in einer der berühmtesten Unternehmen des Landes, das mir ein Gehalt zahlte, das für mich und meine Familie mehr als ausreichend war, so dass es uns schnell besser ging. Als unsere Miete auslief, zogen wir in ein komfortables Haus und bekamen eine Hausausstattung, die das Leben erträglicher machte. Meine neuen Eltern bekamen Arbeit als Krankenschwestern, ihre Heilkünste einsetzten und eröffneten ihren eigenen Laden, in dem sie sowohl lokale, pflanzliche als auch moderne Medikamente verkauften. Die Leute kamen sehr gerne zu ihnen, weil sie von den Produkten fasziniert waren. Ich schloss mein Studium erfolgreich als eine der besten Köpfe in meiner Branche ab und das Unternehmen, bei dem ich zuvor als Praktikantin gearbeitet hatte, gab mir sofort eine Stelle. Mit unserem neu gefundenen Leben und Glück wurde unser Leben schnell von schlecht zu erträglich und dann zu erstaunlich. Wir vergaßen das gestörte Dorf, aus dem wir stammen, und die noch gestörteren Menschen, die es bewohnten. Ein Jahr, nachdem Meister Jumper und Herrin Helen geheiratet hatten, wurde Herrin Helen schwanger und brachte Zwillinge zur Welt. Ein Junge und ein Mädchen. Wir schenkten ihnen das Leben, von dem wir nicht einmal hätten träumen können, als wir jünger waren. Wenn euch meine Geschichte gefallen hat, dann bitte liked und abonniert. Das hilft unserem Kanal wirklich weiter. Bis dann!